Innenraumerweiterung, Fahrzeug auf dem Dach. Der Heckklappenausbau erleichtert den Zugang zum verunfallten Fahrzeug. Die Entfernung der Rücksitze in einem Pkw, der auf dem Dach liegt, bietet einen vollen Zugang und einen guten Rettungsweg. Die Rücksitze können in der Regel gut entfernt werden, indem man Rettungsspreizer und/oder Rettungsscheren zum Entfernen der Befestigungen benutzt. Durch das Zurückdrehen der Vordersitze kann das Rettungsteam den Sitz in die Liegeposition bringen. Nun ergibt sich dadurch ein voller Zugang. Innenraumerweiterung, Fahrzeug auf der Seite. Durch die Verwendung von Rettungsspreizern zum Verschieben der Rücksitze wird eine Erweiterung des Innenraums erzeugt und ein vollständiger Zugang zum Fahrgastraum ermöglicht. Nutzen Sie die Dachlinie als Ansatzpunkt für die Rettungswerkzeuge. Crossramming. Crossramming mit einem Rettungszylinder ist auch eine geeignete Form der Innenraumerweiterung. Um bei einem eingedrückten Fahrzeugdach dem Patienten mehr Platz zu schaffen, benutzen Sie, wenn möglich, einen Block oder einen Keil, um die Last zu verteilen. Dann lassen Sie langsam den Rettungszylinder ausfahren. Beobachten Sie dabei die beiden Enden, um sicherzustellen, dass der Rettungszylinder nicht verrutscht und stabil steht.